doch redet sie, da kam Judas der Zwölfen einer, und mit ihm eine große Schar mit Spießen und mit Stangen von den hohen Priestern und Ältesten des Volks. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, verließen ihn alle Jünger und flohen. Die aber Jesu begriffen hatten, führten ihn zum hohen Priester Kaiphas, dahin die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt hatten. Petrus aber folgete ihm nach von Ferne bis in den Palast des hohen Priesters und ging hinein und setzte sich bei die Knechte, auf dass er siehe, wo es hinaus wollte. Die hohen Priester aber und Ältesten und der ganze Rat suchten falschen Zeugnis wider Jesu, auf das sie töteten und fanden keines. Und wie wohl viel falsche Zeugen hinzutraten, fanden sie doch keines. Zuletzt traten hinzu zwei falsche Zeugen und sprachen, wer hat gesagt, ich kann den Tessel Gottes abwenden, und die Dreien tragen denselben Namen. Und der hohe Priester stund auf und sprach zu ihm, bald forderst du nicht zu hell, dass diese Väter nicht zeugen. Aber schwieg stille.
antwortet und sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, und du seist Christus, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: Du sagst, doch sag ich euch, von nun an wird's geschehen, was ihr sehen werdet, des Menschen Sohn sitzen zu Rechten der Kraft und kommen in den Wolken des Himmels. Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sprach: Er hat Gott gelästert, was dürfen wir weiter Zeugnis? Sehe, jetzt habt ihr seine Gotteslästerung gehört. Was dünket euch? Sie antworteten und sprachen: Er ist des Todes schuldig. Da speieten sie aus in sein Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Etliche aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen: Weiß